Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video wieder mit 4Gewinnt beschäftigen und uns das Spielbrett genauer anschauen. Und dazu möchte ich erstmal eine konzeptionelle Zeichnung machen, was ich denn mit dem Spielbrett genau meine. Das Spielbrett besteht ja aus mehreren Plätzen. Und ich zeichne das jetzt hier. Ich werde das, glaube ich, mal anders zeichnen, dann geht es vielleicht besser. Dass wir hier so eine Linie machen und eine hier runter und die hier und die hier. Und wir nehmen jetzt erstmal ein kleines Spielfeld, das wir hier haben. Also prinzipiell besteht jetzt dieses Spielfeld aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und nehmen wir die Reihe hier oben noch dazu. Dann haben wir eben jetzt hier so ein ganz grobes 1, 2, 3, 4, 4 mal 4 Spielfeld. Und ich würde das prinzipiell eben als zweidimensionalen Array hier erstellen. Das heißt, irgendwann würde ich eben sagen, das ist noch ein bisschen groß, das ist mal etwas kleiner, ich sage, war Plätze ist eben irgendwie ein neuer Platz-Array, der eben zweidimensional ist. Und hier muss ich eben eine Größe vorgeben. Das heißt, ich würde hier eben sagen, dass hier in diesem Fall 4 Elemente drin sind. Und dann würde ich diesen Array dann eben initialisieren später innerhalb einer Vorschleife. Also dass ich eben quasi sage, innerhalb dieses Arrays hier Plätze an der Stelle i ist gleich eben ein neuer Platz-Array mit nochmals 4 Einträgen und so weiter. Und dann könnte ich eben nochmals in einer späteren Schleife dann eben sagen Plätze an der Stelle i und an der Stelle j ist eben ein neuer Platz. Irgendwie sowas. Also prinzipiell wieder hier einen zweidimensionalen Array. Allerdings muss man sich eben mit dem Konzept der Reihe und der Spalte und eigentlich auch der Diagonale, die jetzt noch nicht direkt im Text als Wort vorgekommen ist, aber prinzipiell sollte man darauf achten. Also wir haben hier eben diese Spalte, diese Spalte, diese Spalte, diese Spalte und dann gibt es eben auch noch diese Reihe hier und so weiter. Also hier sieht man eben schon, dass man verschiedene Objekte hat und wenn wir noch ein bisschen zurückgehen und jetzt hier vielleicht mal bloß diese Reihe und diese Spalte anschauen, dann sehen wir sozusagen, dass zu dieser Spalte die Plätze an, also alle Plätze, die jeweils eine Spalte i haben, in diesem Fall eben 0. Und vielleicht mache ich das auch rot, wenn ich es hier schon so anzeichne. Und dass diese Reihe hier eben ein festgesetztes J hat. Also was ich dann letztendlich machen würde, ist sozusagen erstmal den zweidimensionalen Array erzeugen und dann eben noch alle Spalten. Das heißt, ich wandere in einer Schleife einfach durch die Indexe an den Spalten hier durch und stecke dann alle Plätze, die hier enthalten sind, eben im zweidimensionalen Array in dieses Spaltenobjekt rein. Und genau identisch mache ich das eben auch mit Reihen. Das heißt, ich gehe dann in einer späteren Schleife dann hier durch alle Reihen durch und erstelle zu jedem Index ein Reihenobjekt und setze und gebe ihm eben diese Plätze mit, wo j eben an dieser Stelle gleich 1 wäre, beispielsweise. So, und wenn wir das gemacht haben, dann kommen wir natürlich noch zum Konzept der Diagonale. Entschuldigung. Und eine Diagonale ist etwas schwieriger als eine Reihe oder eine
Spalte, weil wir ja hier eben so schauen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt mal annehmen, dass wir das so ungefähr haben, dann wäre das hier eine valide Diagonale und das hier auch und die beiden hier oben auch und er hier alleine auch. Das heißt, wir müssen uns eben so nach diesem Schema alle Diagonalen anschauen und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, dass wir das auch in der anderen Richtung machen. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel so und diese Diagonale bilden und die hier und die bis hier unten und so weiter. Und nicht alle Diagonalen machen in unserem Spiel Sinn. Eben genau die, die weniger als 4 Einträge haben, in denen kann ja gar kein sozusagen 4 gewinnt vorkommen, also 4 mit der gleichen Farbe. Das heißt, diese Diagonalen müssen wir dann später auch noch sozusagen gar nicht mitbeachten. Was aber eben interessant ist, ist Folgendes. Diese Diagonalen haben, also diese reinen Spalten und Diagonalen haben alles eins gemeinsam, nämlich das sind ja sogenannte Linien. Und der interessante Punkt ist ja dann, eine Linie ist ja genau dann wichtig, wenn wir sozusagen in ihr 4 gleiche oder 4 gleichfarbige Spielsteine finden. Das heißt, wir könnten also auf der Linienklasse irgendwie eine Methode finden, die da eben heißt, enthält 4 Spielsteine einer Farbe. Das wäre so was Interessantes, was es eben auf diesen Linien geben könnte. Und die Überprüfung zu einer Linie, die ist immer gleich. Egal, ob ich jetzt eine Reihe habe oder eine Spalte. Ich gehe einfach mal der Reihe nach durch und wir nehmen jetzt mal an, ich bin jetzt hier in dieser pinken Spalte und möchte jetzt überprüfen, ob hier beispielsweise 3 in der gleichen Farbe drin sind. Also würde ich eben hier vorne starten und erstmal sagen, okay, wenn hier jetzt beispielsweise ein blauer drin wäre, dann würde ich mir das merken. Ist hier ein roter drin, dann könnte ich meinen Zähler wieder auf 0 setzen oder auf 1 und gehe dann hier wieder zum nächsten. Ist hier auch ein roter drin, kann ich meinen Zähler auf 2 setzen. Kommt dann wieder ein blauer, habe ich eben gemerkt, dass ich mit dem Zähler nie irgendwie Richtung 4 komme, um jetzt um zu sehen, ob die jetzt hier irgendwie in einer Reihe sind. Und genau dieses Konzept kann man eben irgendwie auf Linie implementieren und das ist vollkommen egal, ob die Plätze, die dazugehören, jetzt so stehen, also als Diagonale oder als Spalte oder als Reihe, das ist vollkommen egal. Alle verhalten sich eben nach diesem Konzept hier und das heißt, hier wäre es meines Erachtens mal sinnvoll, dass wir tatsächlich eine Basisklasse machen, die eine Implementierung enthält und die wir dann eben an Subklassen vererben können, damit die sich eben genauso verhalten. Genau, das machen wir jetzt mal. Ich starte jetzt also mal mit einer Klasse, die Linie heißt. Und eine Linie ist für mich abstrakt, denn sie stellt an sich noch kein komplettes Konzept dar. Aber eben die Reihe, die Spalte und die Diagonale können dann eben von ihr ableiten. Achso, wir haben schon eine Klasse Linie, sehe ich gerade. Das heißt, wir können natürlich auch in die Klasse gehen. Hier direkt. So, und wir machen dieses Ding eben abstrakt. Und ich werde jetzt hier eben einen Konstruktor bauen, der protected ist, weil dieser Konstruktor sowieso bloß von Subklassen aufgerufen werden kann. New auf abstrakte Klassen ist ja nicht erlaubt. So, und wir initialisieren uns eben jetzt dieses Feld hier, welche Plätze denn jetzt zu einer Linie gehören, eben über den Konstruktor wiederum, so wie wir es gewohnt sind, also das ganz normale Constructor Injection. Und man kann meinetwegen auch noch die Plätze, die zu einer Linie gehören, hier auslesen. Und dann erzeuge ich mir eben wieder eine
Methode, die da eben so heißt, wie ich das gerade genannt habe, überprüfe, ob 4 in einer Reihe existieren. Das könnte man sogar noch so nennen. Also scheuen Sie sich nicht vor langen Namen für Methoden. Wenn man dann anhand der Methode sofort erkennen kann, was eigentlich hier drin passiert, dann passt das so, wie das sein sollte. So, und was ich jetzt eben machen werde, ist, dass ich hier einen Zähler initialisiere. Den setze ich hier mal auf 0. Und dann werde ich einfach durch jeden Platz in dieser Collection Plätze durchlaufen. So, und dann schaue ich mir im Prinzip notwendigerweise mal an, gibt es denn auf diesem Element einen Spielstein, auf diesem Platz, ist da einer gesetzt. Es kann hier jetzt eben sein, dass der Spielstein 0 ist. Wenn das der Fall ist, dann muss ich notwendigerweise erstmal weitermachen. Denn wenn wir uns nochmal das Schaubild anschauen, also wenn ich das hier nochmal ganz kurz nebenan zeichnen kann, so ganz grob. Wir könnten uns ja vorstellen, dass wir jetzt beispielsweise diese Spalte hier anschauen wollen. Und es kann ja sein, dass hier oben noch gar nichts drin ist. Das heißt, auf Platz, Spielstein, diese Eigenschaft wäre nicht gesetzt und damit kommen wir in diesem Fall, dass hier oben noch nichts ist. Aber es kann ja durchaus sein, Entschuldigung, dass hier unten schon Sachen gesetzt sind, wenn wir uns das hier so virtuell nach unten weiterdenken. Das heißt, ich muss ja trotzdem noch die weiteren Felder anschauen. Vielleicht kommen da ja noch 4 in einer Reihe, die ich dann werden muss. Was ich dann eben auf jeden Fall machen muss, ist, dass ich den Zähler auf 0 setze. Und hier werde ich mir noch einen String machen, den ich aktueller Spielername nenne. Und auch den setze ich dann eben auf Null und mache weiter. Okay. Jetzt haben wir eben den Fall abgehandelt, dass der Spielstein null ist. Wenn der nicht null ist, dann kann ich mir ja natürlich, jetzt muss ich erstmal zur Spielsteinklasse wahrscheinlich wechseln. Das heißt, hier gibt es ja aktuell bloß eine Farbe, die dieser Spielstein hat. Ich hätte aber gerne noch den Identifier des Spielers, der jetzt denn hier zu diesem Spielstein gehört. Also man könnte das vielleicht auch noch über die Farbe rausfinden. Ich würde hier aber tatsächlich eben diese Informationen mit zu dem Spielstein stecken. Welcher Spieler gehört denn jetzt dazu? Und jetzt wird es eben auch Zeit, dass wir diese Spielsteinklasse mal erweitern. Das heißt, ich würde hier eben die Farbe für den Spielstein mit übergeben. Und den Spielername, zu dem dieser Spielstein gehört. Und ich initialisiere damit einfach meine Felder und mache die üblichen Guard-Clauses, damit wir einen Fast-Fail-Mechanismus haben. Das heißt, wir sagen dem Aufrufer schnell Bescheid, sobald er uns irgendwas Falsches übergeben hat. So, und damit ich auf diese Sachen lesend zugreifen kann, nutze ich hier eben noch zwei Eigenschaften, die wie üblich bloß Get-Methoden haben, um eben diese Sachen hier auszulesen. Okay, zurück zur Linie. Das heißt, wir können jetzt eben von diesem Spielstein den Spielernamen auslesen. Das heißt, wir können hier unsere Variable hier in dieser Methode setzen. Und dann können wir auch überprüfen, nee, Entschuldigung, das werde ich, glaube ich, vorher machen. Wir überprüfen erstmal, ob der aktuelle Spielername gleich dem Name des Spielers ist, der hier dem Spielstein gehört.
dazu werde ich nochmal kurz eine Zeichnung machen. Wenn wir uns, das war ein bisschen knapp beieinander. Wenn wir uns eben jetzt vorstellen nochmal, dass wir diese Spalte hier bearbeiten, dann kann es ja sein, dass hier erst ein blauer ist und dann ein roter. Und wir kommen jetzt eben in den Fall rein, dass wir vielleicht hier gerade im aktuellen Schleifenlauf bei diesem Fall sind. Das heißt, dass Spielername eigentlich ungleich aktueller Spielername ist. In diesem Fall müsste ich eben den aktuellen Spielername hier aktualisieren und den Zähler wieder auf 1 setzen, weil das ist ja dann sozusagen der erste Stein für den roten Spieler in dieser einen Spiellinie. Und genau das werde ich jetzt auch mal machen. Das heißt, ich mache hier mal, wenn das ungleich ist, dann setze ich eben diese Sache um. Das ist der Spielstein Spielername. Das könnte man vielleicht auch noch anders machen. Spielname. So. Nee, das ist falsch. Spielername. Jetzt habe ich schon wieder falsch geschrieben. Es tut mir furchtbar leid. So wollte ich es eigentlich haben. Genau, bitte. Dann setzen wir eben noch den Zähler auf 1 und machen weiter. Und ansonsten, wenn wir eben beim Gleichen sind, dann erhöhen wir den Zähler tatsächlich und machen mit dem nächsten Schleifendurchlauf weiter. So, hier unten könnte ich dann aber natürlich irgendwann mal noch überprüfen, ist denn dieser Zähler, wenn ich den jetzt erhöht habe, denn größer gleich 4. Wenn das der Fall ist, dann kann ich jetzt eben zurückgeben. Dass dieser Spieler gewonnen hat. Das heißt, wir geben hier einen String tatsächlich zurück. Das ist der Name vom Spieler, der gewonnen hat. Und wenn wir das haben, oder wenn wir durch diese Schleife durchgelaufen sind, ohne jemals hier unten ranzukommen, dann geben wir einfach mal zurück. Okay. Dann würde ich diese Methode hier jetzt tatsächlich noch anders nennen. Überprüfe, ob ein Spieler gewonnen hat. Eine Reihe hat. So könnte man das nennen. Und hier kriegt man eben den Namen des Spielers zurück, der eventuell gewonnen hat oder auch nicht. So, und damit wir jetzt überprüfen können, ob das Ganze tatsächlich funktioniert, werden wir jetzt hier eben eine neue Klasse hinzufügen, die eben die Linientests darstellt. So, und da die Linie eben eine abstrakte Klasse ist, die man so selber nicht erzeugen können sollte, müssen wir jetzt hier eben schauen, dass wir eine Ableitung davon machen in unseren Linientests. Das heißt, für unsere Testzwecke werden wir jetzt einen Liniendummy wiederum schreiben, der eigentlich bloß da ist, damit wir eben eine Linie initialisieren lassen können. Und wir müssen natürlich einen Konstruktor mitgeben, in dem wir hier die Plätze, die die Linie hat, hier mitgeben können. Okay, dann statten wir diese Klasse jetzt natürlich noch mit dem TestClass-Attribute aus, damit wir hier unsere Tests reinschreiben können. Das schieben wir in eine andere Datei. Und wir fangen jetzt an, hier eben diese Tests zu schreiben. Und ich würde jetzt eben mal anfangen damit, dass ich sage, das war okay,
So. Ich würde eben jetzt mal verschiedene Konfigurationen an Plätzen hier in unsere Testklasse mit reingeben und dann diese Überprüfe, ob ein Spieler 4 in einer Reihe hat, Methode aufrufen. Und im Prinzip könnte man dann das natürlich auslagern. Okay. Dann schauen wir doch mal an, wie das geht. Vier in einer Reihe werden korrekt erkannt. Das heißt, ich brauche hier irgendwie ein Test-Target. Das heißt, ich muss hier diesen Linien-Dummy erstellen und dem muss ich jetzt Plätze mitgeben. Das heißt, ich muss hier irgendwie Platzobjekte erstellen. Und zwar mache ich einfach mal im einfachsten Fall 4 Stück, die jeweils einen Spielstein drauf haben. So, und jetzt, ach, dem muss ich eine Farbe und einen Spielernamen mitgeben. Das ist sehr praktisch. Dann mache ich hier einfach eine Farbe rein und einen Spielernamen, den ich einfach Fu nenne. Und dann werde ich hier jetzt eben die Plätze erstellen. Entschuldigung, ich brauche natürlich eine Liste von Plätzen. So, die können wir jetzt gleich so initialisieren, dass wir hier jetzt einfach einen Platz machen. Und die Platzklasse kann selbst noch nichts, aber sie hat einen Spielstein immerhin. Und das heißt, wir können dann eben sagen, dass wir als Spielstein diesen Spielstein jeweils da oben setzen. Also das ist jetzt eigentlich nicht ganz das korrekte Szenario, weil jetzt sozusagen auf allen Plätzen derselbe Spielstein liegt. Aber das soll uns für diesen Test nicht stören. Weil sonst, na gut, ich könnte jeweils noch einen neuen Platz erstellen. Spielstein ist der Spielstein. So. Also machen wir es so, wie es ordentlich ist. Ich nehme jetzt diesen Code hier und setze den jeweils hier rein. So. Damit wir eben jeweils wirklich andere Spielsteinobjekte hier drauf haben. Vielleicht kommt uns dieses Konstrukt ja später noch in die Quere. Und dann geben wir diesen Linien-Dummy eben die Plätze mit rein. Und das war eben unsere unsere Arrange-Phase des Tests. Jetzt kommt die Act-Phase. Das heißt, wir rufen jetzt mal tatsächlich auf. Überprüfe, ob ein Spieler 4 in einer Reihe hat. Spielername. Und im Endeffekt muss eben unser Test so funktionieren, dass wir jetzt sagen, dass wir hier Fu erwarten. Und Spielername sollte jetzt eben hier gleich Fu sein. Und dann gucken wir mal an, ob dieser Test jetzt hier funktioniert. Und wir haben hier Fehler beim Ding. Okay, wir haben jetzt das Problem, dass dadurch, dass wir Spielstein als Klasse erweitert haben, bekommen wir jetzt Fehler in anderen Tests. Das heißt, wir müssen hier eben diesen Konstruktor jetzt noch bedienen. Und man sieht hier schon, dass ich hier eine Code-Duplizierung drin habe. Ich werde in einem späteren Video dann noch zeigen, wie man die geschickt auflösen kann, damit A, hier diese Range-Phase entschlackt wird von diesem Unit-Test, genauso hier unten. Und dass wir auch geschützt davor sind, dass wir in mehreren Tests eben Änderungen nachziehen müssen, bloß weil wir eine bestimmte Klasse verändert haben. Also im Prinzip ist das ja eigentlich auch kein guter Unit-Test, weil wir ja auch die Spielsteinklasse direkt testen. Wir haben ja hierzu keine Test-Doubles eingesetzt. Wobei die Spielsteinklasse auch noch selbst gesehen, ehrlich gesagt, nur ein Datenobjekt ist. Die hat ja keine Methoden, die wirklich Logik ausführen, sondern eben bloß
die sagt, ich bin ein Spielstein, ich habe diese Farbe und gehöre zu diesem Spieler mit diesem Namen. Also man muss die Spielsteinklasse nicht unbedingt objektorientiert betrachten. Also das heißt, dass man beispielsweise eine Abstraktion noch dazu erstellt und so weiter. Okay, dann versuchen wir das Ganze jetzt nochmal laufen zu lassen. Und unser neuer Test, dass wir eben 4 in einer Reihe korrekt erkennen, der hat hier jetzt funktioniert. Und wir können jetzt auch mal hier schauen, dass wir beispielsweise mal hier dieses Zähler erhöhen rausnehmen und jetzt sollte eben unser Test eigentlich fehlschlagen. Genau. Wir haben hier null zurückgegeben und foo erwartet. Und wenn ich diese Implementierung hier jetzt wieder reinnehme, dass ich hochzähle, dann sollte es wieder funktionieren. Okay. Ja, das reicht natürlich noch nicht. Wir müssen noch mehr Tests schreiben, damit wir hier das korrekte Verhalten richtig abprüfen. Und dann sage ich 4 in einer Reihe mit Unterbrechung werden korrekt erkannt. Das heißt, ich werde mir jetzt hier diesen Test mal schnappen und den kopieren, was ganz schlecht ist. Eigentlich sollte man das sowas nicht machen. Aber wir haben noch nicht wirklich über Patterns für Testing, für automatisierte Tests gesprochen. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal so. Ich werde das in einem späteren Video noch zeigen, wie man das refactort, damit wir hier keine Code-Duplizierung in unseren Tests haben. Grundsätzlich sollte man seinen Testcode genauso pfleglich behandeln wie seinen Produktionscode. Also versuchen, wenn möglich, Wiederholungen zu vermeiden. So, und was ich hier jetzt eben machen will, ich möchte hier noch 2 oder 3 Plätze vielleicht hinzufügen. Und hier haben wir jetzt eben drin, dass wir hier jetzt eigentlich das Konzept einer unterschiedlichen Farbe brauchen. Und das heißt, wir müssten das hier jetzt mal aufbohren. Und hier mache ich eben ein read-only-byte rot draus. Und was wir hier eben haben wollen, ist rot, grün, blau. Genau darüber möchte ich eben meine Farben repräsentieren. Und all diese Sachen lasse ich mir hier eben über den Konstruktor geben. Und da Byte eine Struktur ist, kann diese natürlich auch nicht null werden. Und damit brauche ich hier auch nicht den Guard-Clause machen, dass das Ding null ist. Und Byte hat sowieso die Beschränkung, dass es zwischen 0 und 255 liegt. Also das ist genau das, was wir im Bereich für Farben brauchen. Und damit muss ich hier jetzt auch nicht in einem anderen Guard-Clause überprüfen, ob das in einer gewissen Range liegt oder so. So, und damit wir natürlich diese Werte hier auslesen können, mache ich hier noch rot, grün, blau draus. Und jetzt werden wieder einige unserer Tests gebrochen sein, nehme ich mal an. Das heißt, ich muss hier jetzt immer eine Farbe spezifizieren. Und das zieht sich mehr oder weniger eigentlich durch. Das heißt, ich muss hier wieder all diese Sachen durchziehen. Aber man merkt schon, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, was ich hier mache. So. Und dann gebe ich hier diese Farbobjekte unten rein. Und wir sehen jetzt eben hier in dieser Reihe hat jetzt eben der Foo ein und dann kommt der Bar mit eben etwa einer anderen Farbe. Und dann kommt hier eben wieder der Foo, der hat dann sogar 5 am Stück. Also eigentlich können wir uns hier einen sparen. So.
Und auch das soll eben erkannt werden, dass wir hier Fu als Gewinner haben. Dann können wir natürlich diesen Test ausführen, bevor ich hier schon die neue Methode schreibe. Und auch die läuft eben durch. Das heißt, das wird erkannt. Okay, und dann schauen wir mal an, ob wir auch erkennen, dass eben kein Gewinner wird korrekt erkannt. Das heißt, wir kopieren uns wieder diesen Code, was nicht gut ist. Und wir haben jetzt hier eben beispielsweise bloß die Situation, dass wir, jawohl, lassen wir vielleicht die Plätze mal drin und nehmen hier einfach bloß raus, dass auf diesen etwas gesetzt ist. Das heißt, ich mache das mal so, schreibe stattdessen das hier. Das heißt, wir haben jetzt eben, der unterste heißt Fu, der zweite heißt Bar und der dritte, vierte gehört wieder Fu, aber das reicht eben nicht, damit vier gewinnen. Und die letzten beiden Plätze, die sind leer, auf denen das Spiel steigt standardmäßig 0. Und dann gucken wir mal an, dass hier jetzt auch bitte null zurückgegeben wird. Und hier gibt es sogar eine isNull-Methode, die wir hier dazu aufrufen können. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze jetzt so passt in unserem neuen Test. Und auch der läuft durch. Also im Prinzip sollten wir jetzt eben hier die Überprüfung gemacht haben, dass diese entsprechenden Durchläufe komplett das machen, was wir erwarten. Das heißt, wir haben jetzt hier mal die Pfade überprüft, ob er eben 4 in einer Reihe erkennt, 4 in einer Reihe mit Unterbrechung. Und wir haben auch überprüft, ob er richtig erkennt, dass keiner in dieser Linie hier irgendwie gewonnen hat. Okay. Und dann kommen wir natürlich jetzt zum Punkt, dass wir die Reihe, die Spalte und die Diagonale hier mit einfügen müssen. Und wir werden hier jetzt eben die Spalte schon mal von dieser Linie ableiten und hier auch Spalte implementieren. Und wir brauchen hier natürlich dann einen Konstruktor, der Plätze entgegennimmt und dann den Konstruktor der Basisklasse aufruft und diese Plätze hier weiterreicht. Und im Gegensatz zur Reihe hat eben eine Spalte noch zusätzlich die Methode, dass man in sie einen Spielstein reinfallen lassen kann. Das müssen wir später noch implementieren. Aber die Reihe an sich kann jetzt eben auch von Linie ableiten. Und genauso brauchen wir hier jetzt eben einen Konstruktor, der eben diese Plätze an den Basiskonstruktor von Linie weiterleiten kann. Ja, und das Letzte, was wir brauchen, ist eben eine Diagonale, das eben auch eine Linie ist. Und auch hier werden wir jetzt eben diese Punkte hier mit weiterleiten. Und damit haben wir eben jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass wir drei verschiedene Subklassen haben, die jeweils etwas unterschiedlich agieren. Und im Prinzip ist aber das Wichtige, nämlich diese Überprüfe, ob ein Spieler 4 in einer Reihe hat, diese Methode ist auf der Basisklasse Linie implementiert, die dann eben die entsprechende Funktionalität an die Subklassen weiterreicht. Und damit sind wir am Ende für dieses Video. Wir werden uns
im nächsten Video anschauen, wie wir bei Spalten weitermachen können, sodass wir sozusagen Spielsteinobjekte in eine Spalte reinsetzen. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.